Hi, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, das war jetzt richtig. Und wir chillen wie jeden Tag irgendwie wieder im Hotspot. Wir laden gerade mein Video hoch. 1% ist schon hochgeladen, das dauert noch 8 Minuten, oh mein Gott. Und wir haben uns, by the way, noch ganz spontan entschieden, gleich zur Gamescom zu gehen. Wir kaufen gleich noch ein paar Nachmittagstickets und mal sehen, was dann gleich noch auf der Gamescom so abgeht. You said we had it all, that shit would drive me crazy. Cause outside, outside, there's no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. You said we had it all, that shit would drive me crazy. Jo Leute, wir waren jetzt gerade in der Wohnung und gehen jetzt lecker Vapiano essen, wie jetzt die letzten drei Tage auch. Mittlerweile sind wir um Passi. Und ja, wir sind jetzt gleich schon am Medienpark. Ja, ich hab Hunger und den ganzen Tag nicht viel gegessen. Yeah! Jo Leute, wir waren jetzt gerade eben essen und Mo wird gleich ein Video aufnehmen. Wir sind hier gerade noch im Medienpark, wie ihr seht, ist auf jeden Fall richtig schön. Der Himmel hat eine wunderbare Farbe, oh ja. Und keine Ahnung, was heute noch so geht. Wir chillen jetzt noch ein bisschen, morgen reisen wir ja ab. Ja, ist auf jeden Fall echt eine krass geile Zeit gewesen hier irgendwie in Köln. Ich habe so viele richtig nette Leute kennengelernt und ja, keine Ahnung. Oh, Mo nimmt jetzt auf, Leute, pass auf. Mo nimmt jetzt ein Video auf. Willkommen, der Mo ist mal wieder. Scheiße, ist schlecht. Das ist echt schwierig, ne? Ihr seht, Leute, es ist geil, so einfach mit so einer Kamera zu gehen. Da muss man sich echt dran gewöhnen, um sich nicht awkward vorzukommen. Das ist halt echt, Mo hat schon echt lange kein Video mehr gemacht. Und gerade in der Öffentlichkeit in so eine Kamera reinzulabern, ist dann schon am Anfang gerade eine richtig krasse Überwindung. Ja, und ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal ein vernünftiges Video für Mo zu machen. Und wir sehen uns dann später. You just got me wrapped in circles, but I stand while you sitting. Speak my mind, cause this song is all about you. Hey, saying you want my name. Got no soul to play with. It's a crazy game. You got no child, but you still gotta deal with childish shit all day. Jo Leute, wir sind jetzt gerade am Rhein und laufen nochmal über den Kranhäusern lang. Es ist halt, keine Ahnung, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Es ist gerade 12:30. So, ich wollte jetzt aber noch ein bisschen, wie ich gestern Video auch angekündigt habe, so ein bisschen resümeeartig oder so, was auch immer, über die Zeit hier in Köln reden, weil ich ja morgen abfahre und das ist so gesehen der letzte Daily Vlog aus Köln. Und ja, es war auf jeden Fall eine mega krass geile Zeit. Ich habe einfach so unfassbar viele coole Leute kennengelernt, das ist echt krass. Und ich bin auch echt ein bisschen sad, dass es jetzt vorbei ist und ich wieder nach Hause muss und von den ganzen Leuten weg. Und es ist halt einfach so geil. Ich habe halt auch einfach, das war halt auch YouTube-technisch eine mega Erfahrung. Ich habe halt wirklich irgendwie in den letzten Tagen, so sag ich mal, diesen YouTuber-Lifestyle ausprobieren dürfen. Mit dem täglichen Vloggen und dann bis nachts 6 Uhr, was weiß ich, schneiden und das dann hochladen, das dann jeden Tag. Und ja, das war halt schon echt ziemlich geil. Das war auf jeden Fall eine richtig krass geile Erfahrung und die ganze Zeit ist halt echt mega, mega cool gewesen einfach. Und ja, damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der letzte Daily Vlog aus Köln gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr diese Köln-Zeit auch so cool fandet wie ich. Und schreibt mir euren Lieblingsmoment, sag ich mal, in die Kommentare aus diesen Vlogs. Und ich würde sagen, haut rein, bleibt awesome, cheerio und tschüss.